Schule, Bildung oder Ausbildung? Das ist hier die Frage. Oder Something is rotten in the state of Denmark. Von wem ist das? Also bei mir hat alles damit angefangen, dass ich gehört habe von meinem besten Freund, wie er jemanden einstellen wollte, eine junge Dame, und hat ihr eine einfache Rechenaufgabe gestellt und dann nämlich eine Rechenaufgabe folgender Art. Also irgendwas kostet 49,90 Euro und jetzt kriegen Sie aber 10% Rabatt. Kaufen Sie das oder nicht? Wie viel sind denn die 10% von den 49,90? Und sie sagte, muss ich nicht wissen. Müssen Sie nicht wissen? Wollen Sie nicht wissen? Vielleicht kriegen Sie woanders ein günstigeres Angebot. Nein, nein. Ja, wie entscheiden Sie denn dann, ob Sie was kaufen oder nicht kaufen? Aus dem Bauch. Bei Zahlen sollte man nicht aus dem Bauch entscheiden, denn die Prozentrechnung sollte eigentlich zu dem gehören, was alle, die aus der Schule rauskommen, früher oder später, können. Also sie sollten was können. Sie sollten fähig sein, eine solche einfache Prozentaufgabe zu rechnen. Im Kopf, ohne irgendwas. Einfach nur 10% von 9. Ja. Ist doch toll. Das wäre doch mal was. Das wäre doch schön. Und da habe ich angefangen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also was ist denn da passiert? Was passiert denn in unseren Schulen? Sind die überhaupt noch Bildungseinrichtungen? Also darf sich jemand noch selbst bilden oder wird er einfach nur ausgebildet, damit er dann irgendwann als Einheit im normalen Wirtschaftsprozess funktioniert? Und wenn die sich natürlich, die beschweren sich ja auch. Die beschweren sich ja auch. Ja, die Schüler, die da kommen, ja, die können ja gar nichts mehr. Das ist interessant, dass also in der Schule gibt es so eine merkwürdige Gemengelage von Begriffen, wie zum Beispiel, werde ich gleich noch erklären, Kompetenzen. Mit Kompetenzen kann man aber nicht viel anfangen. Mit Kompetenzen kann man eigentlich nur, da weiß man, wo es steht, sozusagen. Das ist eine Kompetenz. Aber wenn man was können muss, dann muss man zu etwas fähig sein. Und offenbar unterrichtet Schule nur mehr Kompetenzen und Fähigkeiten im Sinne von, oh, da kann aber jemand was, das scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Und woran liegt das? Ich fange mal mit meiner Tirade folgendermaßen an. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite immer älter werden, also mit anderen Worten immer länger leben, aber ausgerechnet die erste Phase des Lebens unserer Kinder und Jugendlichen dermaßen beschleunigen. Warum? Die müssen doch sowieso ewig leben, aber sehr lange leben. Und weil sie so wenige sind, werden sie auch sehr, sehr lange arbeiten müssen. Ich meine, das ist, da braucht man nur, wenn ich den Gag mal sagen darf, eins und eins zusammenzuzählen. Also braucht man noch nicht mal viel Mathematik. Obwohl vielleicht für einige inzwischen es auch schon schwierig ist, eins und eins zusammenzuzählen. Also warum, bitteschön, können wir uns nicht am Anfang Zeit lassen bei der Bildung der Persönlichkeiten, dieser kleinen und immer größer werdenden Persönlichkeiten, warum können wir denen nicht Zeit geben? Warum können wir in der Schule nicht Zeit haben dafür, unseren Kindern und Jugendlichen so viel Zuwendung zukommen zu lassen, dass sie tatsächlich mehr als nur Kompetenzen entwickeln, sondern vielleicht sogar Fähigkeiten? Warum nicht? Warum müssen wir es beschleunigen? Wie kommt man dazu, aus einem 9-jährigen Gymnasium ein 8-jähriges zu machen, mit dem Argument, unsere Schüler würden mit irgendjemandem auf der Welt konkurrieren. Mit wem denn? Mit den Südkoreanern? Wollen wir, dass unsere Kinder wie in Südkorea unterrichtet werden? Oder in China? Wollen wir das? Du, ich kriege jetzt keine Antwort, aber ich vermute wahrscheinlich doch eher nicht. Ja? Also das heißt, wenn wir uns anschauen, wer zum Beispiel unlängst noch zur besten Schule der Republik gewählt worden ist, eine Grundschule in Niedersachsen. Und wie geht's dazu? Langsam. Ja, die haben Zeit. Die haben Platz und die haben Zeit. Ich reg mich jetzt ja wieder ab, wie Sie merken. Also Zeitkompression ist das allerletzte, was man gebrauchen kann. Sondern damit sich Persönlichkeiten bilden, damit sich jemand tatsächlich mit der Welt auseinandersetzen kann und will, vor allen Dingen will, also Lust hat auf was Neues, neugierig ist und da vielleicht sogar noch etwas, was in der Schule offenbar immer seltener stattfindet, fröhlich. So Begriffe wie Spaß und Vergnügen. Wer bringt denn mit Schule Spaß mit 4S, ganz neue deutsche Rechtschreibung, und Vergnügen zusammen? Keiner, niemand. Es ist nur noch ein einziger Krampf, und da bin ich beim Thema. Die Schüler, also die, die da rein müssen, die haben den Hals dick. Die Eltern, die ihre Kinder da reinschicken, haben den Hals dick. Die Lehrer, die morgens da rein müssen, weil die Schüler schon da sind, die haben auch den. Also im Grunde genommen ist das Thema Schule das dicke Halsthema in Deutschland. Man fragt sich, wie das kommt. Wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite nicht in der Lage sind, einen Kanon aufzuschreiben, wo wir sagen, das ist das, was alle Kinder in Deutschland können müssen. Rechnen, schreiben, lesen. Und zwar fehlerfrei.
nicht die Kompetenz des Rechnens zu entwickeln oder die Kompetenz des Lesens, nach dem Motto, ich weiß, wo ich nachgucken müsste, wenn ich lesen wollte, oder ich weiß, wo ich hingucken müsste, wenn ich schreiben könnte. Es wäre schön, wenn ich schreiben könnte, ich kann es noch nicht, aber ich habe die Kompetenz, es zu erwerben. Und noch besser bei Mathematik. Da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, gut, ich bin Physiker. Es kann sein, dass ich damit nicht ganz neutral bin. Es kann aber doch nicht sein, dass eine Nation wie die Bundesrepublik Deutschland, die ihren Wohlstand, ihren Reichtum, ihre gesamte gesellschaftliche Position mit Technologie und Wissenschaft erworben hat, dass ausgerechnet die in weiten Teilen aus einer Bevölkerung besteht, die man nur noch als mathematisches Prekariat bezeichnen kann. Leute, die sich mir gegenüber immer wieder damit äußern, ja, wissen Sie, mein Mathematiklehrer oder meine Mathematiklehrerin, also ich habe eigentlich, also Mathematik habe ich überhaupt kein Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein. So schwer ist das doch nicht. Vor allen Dingen nicht die einfachsten Dinge. Wie kann jemand sagen, ich entscheide aus dem Bauch raus, muss das nicht wissen. Ja? Wieso haben wir nicht längst angefangen, Mathematik zu einem Teil unserer Kultur zu erklären? Nichts um uns herum geht ohne. Die Häuser werden gebaut mit Mathematik, die Autos, die wir fahren, werden gebaut mit Mathematik, die Technik, die wir benutzen, und so weiter und so weiter. Alles um uns herum ist grundlegend mathematisch, weil unsere Kultur ist eine Kultur, die aus Wissenschaft Technik macht. Das heißt, da sind quantitative Wissenschaften, die daraus quantitative Technologien machen. Schauen Sie sich den ökonomischen Bereich an. Überall geht es um Zahlen. Es muss ja nicht überall um Zahlen gehen, aber es geht überall um Zahlen. Also ohne Mathematik ist diese Moderne doch gar nicht auszuhalten. Das ist erschütternd, dass es uns nicht gelingt. Und an diesem Beispiel will ich das mal klar machen, Kinder zu motivieren, sich mit diesem Instrument, mit diesem sehr wichtigen, klaren und logischen Denkinstrument Mathematik so auseinanderzusetzen, dass sie Lust darauf haben, sich da sogar noch weiterzubilden, rauszufinden, ja, wie groß ist denn die Erde, wie groß ist denn das alles, wie haben die denn die Pyramiden gebaut und so weiter. Also ganz elementare Fragen zum Beispiel von der Menschheitsgeschichte, unserer Geografie und vielen, vielen anderen Dingen, der Technologie, alles das hängt mit Mathematik zusammen und da haben wir weitestgehend versagt, wie das in anderen Teilen leider auch so ist, denn ganz wichtige Eigenschaften, die wir eigentlich ja von unseren Jugendlichen erwarten, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Sowas wie Originalität, Fantasie, Neugier, auch mal was riskieren. Wo wird denn das in der Schule noch irgendwie unterstützt? Der Musik, der Kunst, der Sportunterricht wird im Wesentlichen, wenn alle Stricke reißen, wird er weg, wird er abgeschafft. Dann ist er weg. Theater AG gibt es hier und da, aber selten. Schauen wir uns doch mal die englischen Eliteschulen an. Was machen die denn mit den Kindern? Warum ist bei denen Musik, Sport, Kunst und vor allen Dingen auch Theaterspielen so wichtig? Weil es um die Persönlichkeitsbildung geht. Tja, es gibt einen wichtigen Satz, glaube ich, der Schule ziemlich charakterisiert. Die einen unterrichten Kinder und die anderen unterrichten Fächer. Ich glaube, da liegt echt ein Hund begraben. Dass man wieder mal dran denken sollte, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die in der Schule unterrichtet werden. Und ich unterstelle niemandem irgendwas. Ich unterstelle nur dem System, das vergessen zu haben, dass diejenigen, die Entscheidungen darüber treffen, wie die Lehrpläne aussehen, dass sie offenbar vergessen haben, dass sie selber mal als Lehrer an der Schule gearbeitet haben, wo der Tag eben eine gewisse Länge hat und wo aber auch der Tag nicht beliebig lang ist. Und wo man den Kindern nicht beliebig schnell irgendwelche Inhalte ins Hirn prügeln kann. Das ist ja die andere Seite, dass wir auf der einen Seite, was die Fähigkeiten betrifft, so nachgelassen haben und auf der anderen Seite aufgrund der Zeitkompression immer mehr und mehr Informationen in die Hirne unserer Kinder und Jugendlichen pressen und dabei vergessen, dass eben aus Informationen nur dann Wissen wird, wenn jemand die Zeit hat, diese Information in sich kontextmäßig so zu vernetzen, dass daraus etwas wird, nämlich Erkenntnis. Und da bin ich bei meinem Thema. Wenn also Schule überhaupt noch irgendeine Bedeutung haben soll in Deutschland, dann muss sie wieder zu einer Bildungseinrichtung werden. Bildung nicht in einem ökonomischen, ausnutzbaren Sinne, sondern Bildung in dem Sinne, dass eine gebildete Person weiß, wer sie ist. Sie weiß, wer sie ist. Sie weiß, wer sie ist in Raum und Zeit. Wo sie ist, in welcher Kultur sie aufwächst, in welcher Zeit. Und dass es auch wo ganz anders sein könnte und zu ganz anderen Zeiten gewesen sein könnte. Aber sie gehört dieser Kultur an und in dieser Kultur gibt es gewisse Regeln. Aber es gibt auch andere Kulturen. Und es könnte interessant sein, sich mit denen auseinanderzusetzen. Es gibt kulturelle Leistungen, die uns unabhängig von der Natur machen, die uns zu dem machen, was uns besonders macht. Wenn ich einen Außerirdischen treffen würde, würde ich ihn doch nicht nach den Naturgesetzen fragen, sind die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, was malt ihr für Bilder, was hört ihr für eine Musik, welche Märchen erzählt ihr euren Kindern
Und an welche Götter glaubt ihr? Was ist eure Kultur? Was ist euer Beitrag zu dem, was in diesem Universum stattfindet? Aber natürlich auch die Kenntnis von natürlichen Grenzen. Dass man sich eben nicht gegenüber der Natur aufführen darf wie eine gesenkte Sau. Dass wir mittendrin sind im Klimawandel und dass wir was dagegen tun können mit der Energiewende. Dass es Aufgaben gibt und dass diese Aufgaben in der Zukunft auf genau die Gehirne wartet, die wir momentan an unseren Schulen verkommen lassen. Weil wir ihnen nicht die Gelegenheit geben, das zu werden, wozu sie auf der Welt sind, nämlich Menschen. In ihrer vollen Gänze. Und wenn wir das vergessen, dann können wir die Schulen auch wirklich dicht machen. Tschüss. So. Mehr sage ich nicht.